Thomas, jetzt sind wir natürlich super auf dich gespannt. Ich gucke den Konstantin an. Ich werde übrigens die Folien vom Thomas bedienen, ne? Aber jetzt könntest du, kannst du Thomas einblenden? Er ist gerade sichtbar. Ach, du bist schon sichtbar, Thomas. Ja, wunderbar. Ah, super. Und auch schon im perfekten Outfit. Was sind wir dagegen? Als Ja, wir sind Tatortreiniger. Genau. Cosplayer. Aber du bist tatsächlich New Spaces in perfekter Form. Direkt von der Messe. Ja. Winfried, das wäre natürlich auch in mein Outfit gewesen bei der Veranstaltung vor Corona. Ja, das wäre nicht nur, sondern wir hoffen ja tatsächlich, dass wir auch die Chance bekommen, dich dann Ja, aber tatsächlich. wollte ja eigentlich in die Galaxien gehen, die unbekannten Welten. Und ich habe ja letztes Jahr beim Next Champion, habe ich ja eine etwas irritierende Rede gehalten. Und zwar über Schumpeter 2030. Und ich habe am Beispiel von Kohle, Braunkohle, Steinkohle, Ruhrgebiet, eigentlich ein Bild gemalt, was mit dem Thema Auto, was mit dem Thema Retail, was mit dem Thema Maschinen- und Anlagenbau, was da passieren wird. Ich habe es also wirklich meine feste Auffassung, wie das, was da passiert, habe ich kundgetan. Und dass das mit dem massiven Umbau, Abbau und Aufbau im System Arbeit verbunden ist. Und da waren doch viele, glaube ich, Teilnehmer irritiert, denn meine Prognose war, es gibt eine ziemlich harte Disruption. Habe aber auf der anderen Seite darüber gesprochen, dass eigentlich New Spaces da sind und dass es im Grunde nicht nur eine Zertrümmerung des Alten gibt, ein Schumpeter 2.0, wie der Spiegel 2013 ja schon mal geschrieben hat, sondern dass im Grunde durch die Schaffung digitaler Freiheitszonen, von Sonderwirtschaftszonen in Deutschland, aber auch von kommunitaristischen Formen der Arbeitsmärkte, so wie wir sie in der Krise 2007, 2008 in Ostwestfalen-Lippe erlebt haben, dass da im Grunde Wege aus der Krise raus sind. Jetzt hat sich die Welt noch viel schneller geändert. Der britische Ex-Premier Macmillan hat ja mal vor vielen Jahren gesagt, Events, my dear, Events just happen. Insofern ist Corona quasi fast über diese Entwicklung, die ich im letzten Jahr geschildert habe, hat sich fast noch mal, das ist zu früh, das hat sich fast noch mal darüber gelegt, und über die rezessive Schwäche der deutschen Leitbranche, Maschinen, Anlagen und Autobau, über die Digitalisierungsschwäche der Old Economy und über unsere Monokulturmaschine hat sich Covid-19 gelegt. Mit 11 Millionen Kurzarbeitern, also insofern, das eine Thema ist Remote Work. Aber wir müssen klar und deutlich sehen, dass wir im Grunde in einem Drittel unserer deutschen Betriebe, dass die stillgelegt sind, und dass ein Viertel unserer Mitarbeiter der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wenn es kein Kurzarbeitergeld gäbe, wären sie wahrscheinlich arbeitslos. Das heißt, wir hätten eine Arbeitslosenquote von 15, 18, 20%, nicht ganz so hoch wie in den USA, aber doch in einer gewissen Annäherung. Und wenn man dann noch mal anschaut, dass 2 Millionen Solo-Selbstständige einen Umsatzeinbruch hatten von mehr als 70%, dann wird eigentlich schon deutlich, welche Dramatik sich da gerade in unserem Wirtschaftssystem abspielt. Und wir sind sozusagen ja fast wie auf einer Wolke nicht der Subventionierung, sondern der Hilfe, mit einer großen Sorge von mir, dass das jähe Erwachen dann da ist, wenn man feststellt, dass die Firma, der man angehört, dass die illiquide wird, dass man selber nur noch 50% der Kundschaft hat wie früher. Das heißt, wenn uns sozusagen die industrielle Rezession einholt, plus
das ganze Thema, das man heute mit Social oder Smart Distancing bezeichnet. Ich habe damals im letzten Jahr bei der Rede, habe ich ja gesagt, New Business, New Work, New Enterprise, New Spaces. Und dieser Gedanke, der basiert auf drei konzeptionellen Ansätzen. Auf der einen Seite hat der Soziologe Ray Oldenburg mit dem Konzept der dritten Orte schon mal deutlich gemacht, dass es Orte der Innovation, des Zusammenseins, des Neudenkens gibt, jenseits des klassischen Privatlebens und jenseits der klassischen Arbeit. Die beiden Organisationsforscher Tushman und March haben ja mit dem Konzept der Ambidextrie sozusagen diesen Gedanken der dritten Orte ein Stück weitergesponnen im Sinne einer strukturellen Ambidextrie, dass sie im Grunde gesagt haben, das Gründen auf der grünen Wiese ist deutlich erfolgsversprechender als das Evangelisieren im alten System. Und der Philosoph Friedrich Bergmann, der Dritte im Bunde, hat mit den New Work Talent Centers eigentlich einen dritten Ort benannt, wo Menschen sich reskillen können und gleichzeitig auch revitalisieren. Jetzt ist diesen drei Konzepten, sind drei Themen gemeinsam. Alle drei Konzepte sprechen davon, dass die wirkliche Veränderung exterritorial, jetzt in meinem Falle auch exterrestrisch erfolgt. Das heißt, durch die Gewinnung und Eroberung und das sich wiederfinden in New Spaces. Zweitens, dass es eine andere Kultur ist, eine andere Art von Kollaboration und Führung. Und zum Dritten, dass es sozusagen kein Zurück zum alten Normal gibt. Back to the old normal is out. Also exterritorial, andere Kultur und back to the normal is out. Das klingt relativ soft. Das haben ja auch drei Wissenschaftler gesagt, aber die Realität ist ja eine ziemlich harte. Transformation und Innovation findet nicht im alten System statt. Evangelisierer haben den falschen Job. Abbau, Umbau, Aufbau und nicht nur die Qualifizierung. Wobei Friedrich Hölderlin ja schon mal sehr liebevoll gesagt hat, in der Not wächst das Rettende auf. Und insofern, wenn wir jetzt bei dieser zweiten Chart sind, wenn ich über New Spaces denke, dann sind es eigentlich zwei große Bereiche. New Spaces, die unseren Aufbruch in die neuen Tech-Welten beschreiben, Deep Tech, und New Spaces, die unseren Aufbruch in eine neue Kultur beschreiben, Deep Touch. Und auch da, glaube ich, gilt irgendwo die Prämisse, technologischer Aufbruch und sozialer Aufbruch oder technologische Innovation und soziale Innovation gehen ein gutes Stück Hand in Hand. Und was sind diese großen Felder des Aufbruchs in das Deep Tech-Thema? Das ist zum einen New Space selber, nämlich die neue Raumfahrt. Der Shift von der staatlich finanzierten zu der agilen, unabhängigen SpaceX-Logik in der Raumfahrt. Und natürlich die Eroberung neuer Räume für die Menschheit. Zum Zweiten ist es das ganze Thema der künstlichen Intelligenz. Ich gestatte mir hier aber immer wieder dazu zu fügen, dass die KI-Strategie der Bundesregierung bisher noch nicht in die Umsetzung gekommen ist. Wir haben von den 100 KI-Professuren gerade mal ein halbes Dutzend. Das heißt, die ersten Absolventen von all diesen Professoren werden Ende 2040 auf dem Arbeitsmarkt sein. Also das ist bisher viel heiße Luft. Und natürlich sind wir
und das wird mir immer wieder bestätigt, erst vor kurzem vom Chef eines Max-Planck-Instituts, ist dann natürlich so. Der alte Weg der symbolischen KI sozusagen viel zu lange gegangen worden, der Expertensysteme und der Bereich der neuronalen KI zu spät aufgenommen. Aber neben dem Thema Raumfahrt ist das Thema der künstlichen Intelligenz ein Schlüsselthema. Egal, ob die KI als Partner, als Diener, als Herr, und das definieren wir ein Stück in unserer Gesellschaft. Und natürlich, was uns Corona gelehrt hat, das ganze Thema der Biotechnologie. Die grüne Biotechnologie mit den Pflanzen, die rote Biotechnologie mit der Medizin, die weiße Biotechnologie mit der Industrie, die graue Biotechnologie mit der Abfallwirtschaft, die braune Biotechnologie mit dem Thema Umwelt und die blaue Biotechnologie mit dem Thema Nutzung der Meeresressourcen. Und das sind im Grunde die drei großen Zukunftsfelder, weil Deutschland ein großes Problem hat. Es hat ein Standbein, aber kein Spielbein. Und das Standbein ist der Maschinen-, Anlagen- und Autobau. Und wir müssen diese drei Felder als strategische Spielbeine aufbauen, um, wie ich immer wieder sage, aus dem Sandwich zwischen China und USA, man kann es aber auch liebevoller sagen, zwischen der Schweiz und Dänemark herauszukommen. Und auf der anderen Seite Deep Touch, die ganze Frage der Sonderwirtschaftszonen, wie man es früher genannt hat und wie es heute wieder Wirtschaftsverbände nennen. Ich nenne es digitale Innovationscluster oder digitale Freiheitszonen. Und das ganze Thema, wo Talent, Technologie, Diversität, Teilhabe und Transaktion im Sinne von Wagniskapital im Cluster zusammenkommt. Auf der einen Seite die Hebelkräfte von Netzwerk und von Cluster und auf der anderen Seite das, was wir ja in den Communities immer wieder diskutiert haben über die Jahre der Demokratisierung von Unternehmen, aber auch einer Sozialpartnerschaft 4.0. Denn über das Thema Mitbestimmung in der digitalen Welt und Betriebsverfassung in der digitalen Welt, darüber haben wir ja noch erst recht keinen Konsens gefunden. Aber das sind im Grunde die großen Felder. Und wenn du jetzt bitte die nächste Chart aufblenden würdest, lieber Gunnar oder Winfried. Ja, die nächste Chart, bitte. Ja, hallo. Ja. Okay, so, das also. Man sagt ja, wenn ich so meine Vorträge halte, da denken ja manche, der Sattelberger schwätzt viel, bis der Tag rum ist. Hat zwar tolle Konzepte und Ideen, ne, aber wie geht's denn wirklich? Kommt da PS auf die Straße? Und langsam kommt einiges in den Mainstream. Der Verband der Bayerischen Wirtschaft greift dieses Konzept der digitalen Freiheitszonen auf. Das ist übrigens um die Ecke herum schon gibt in Europa, in Südfrankreich, in Polen und in England. Ich habe das seit 2016 gefordert und langsam frisst sich diese Idee in die Debatte in Deutschland. Und da gibt es drei Typen von digitalen Freiheitszonen. Erstens die klassische Zone für den Strukturwandel, also für Braunkohle etc. Wie kriegen wir Strukturwandel hin? Zum Zweiten die Transformation etablierter Industrien, also Automobil, Maschinen- und Anlagenbau. Wie kommt da sozusagen die digitale Wende? Und zum Dritten die ganz eigenständigen Deep Tech Themen, die dann wirklich sind KI, New Space und Biotech. Und vor diesem Hintergrund, dass das Thema langsam Fuß greift und wenn wir über eine Sonderwirtschaftszone sprechen, dann sprechen wir im Grunde über etwas, wo Hochschulen,
Betriebe, innovative Mittelständler, Start-ups, Regionalentwickler, Landrat, Bürgermeister, die Kommune als solche, wo die sozusagen in einem Cluster zusammenarbeitet, eigentlich ein Ostwestfalen-Lippe 2.0. OWL ist ja sozusagen eines der wenigen wirklich gewachsenen industriellen Cluster bei dem Thema automatisierte Produktionssysteme, intelligente Produktionssysteme. So, und wenn wir sozusagen da noch den regulatorischen Rahmen verändern, dass unter anderem arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen, verwaltungsrechtlichen Bedingungen gearbeitet werden kann in einer Freiheitszone, die bewusst magnetisch ist durch die Regulatorik, dann hätten wir wirklich etwas geschafft. Wie viel davon bräuchten wir in Deutschland? Mindestens 30, 40. Wir haben die Akustik in Oldenburg, wir haben das Kunststoff- und Kautschuk-Valley in Hannover, wir haben die Medizintechnik in Tuttlingen, wir haben die Prüf- und Messtechnik in Göttingen, wir haben die Feinmechanik im Schwarzwald und vieles andere mehr, wo im Grunde industrielle Cluster da sind, die den Digitalisierungsschub benötigen. So, jetzt habe ich heute, und es war wirklich für mich eine Freude, dass auch anlässlich dieser virtuellen Konferenz des Handelsblatt meinen Artikel veröffentlicht hat, denn ich wollte wirklich raus aus dem Genöle. Ich brauche auch Geld und ich bin auch in der Not und ich brauche auch Subventionen und nicht das Denken auch im nächsten Schritt. Was muss in der Zukunft gemacht werden? Denn wir müssen ja nicht nur die akute Krisenbewältigung jetzt hinkriegen, das Retten von Existenzen, das Retten von Arbeitsplätzen, sondern der viel wichtigere und schwierigere Schritt ist ja die Frage, was kommt danach? Und da habe ich sicherlich ein Stück Anleihe genommen bei dem Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei natürlich ganz viele Unterschiede da sind. Es gibt keinen Koreakrieg, es gibt keinen Marshallplan, natürlich gibt es auch keinen Ludwig Erhard heute. Wenn ich da so auch rumgucke, gibt es, glaube ich, auch niemand, der den im Augenblick ersetzen könnte, sozusagen, wie er so behäbig da sitzt und mit ruhiger, sonorer Stimme, ohne extrovertiert zu sein, eigentlich sagt, liebe deutsche Bürger, ihr habt eine gute Zukunft und die heißt soziale Marktwirtschaft. Also das ist neben der ganzen Programmatik, die ihr hier seht, den Punkten von 1 bis 7, ist natürlich das Thema der politischen Leadership noch mindestens genauso wichtig wie das Thema der Programmatik, die hier steht. Aber lass mich ganz kurz durch die Themen durchgehen zu diesem Thema Wirtschaftswunder 2.0. Auf der einen Seite ist es zutiefst die Frage, dass wir eine Gründeroffensive brauchen für das Thema künstliche Intelligenz, New Space und Biotech. Es sind im Grunde die Unternehmer, die Science Entrepreneurs, nicht die Fraunhofers und Kompanie, sondern die Unternehmer und Unternehmerinnen, die Makers, die dieses Land nach vorne bringen werden. Zum Zweiten die digitalen Innovationscluster, die Ökosysteme. Darüber habe ich schon gesprochen, dass wir wirklich, also die OWLs hoch 2, die sozusagen durch eine andere Regulatorik die Hebelkräfte des Clusters noch mehr entfalten können. Der dritte Punkt ist ein ganz spannender. Natürlich hat die deutsche Wirtschaft nicht aus Boshaftigkeit, sondern im Verrennen, dass man glaubt, man könnte nahtlose, friktionsfreie, globale Wertschöpfungsketten schaffen. Hat natürlich große Bereiche,
der Pharmazie, der Impfstoffentwicklung, der Medizintechnik offgeschort nach Asien und in Teilen in die USA. Und natürlich lehrt uns Corona, dass wir ein Redesign der globalen Wertschöpfungsketten machen müssen. Und zwar nicht aller, aber der wirklich existenziell relevanten oder wie die Politik neudeutsch sagt, der systemrelevanten Wertschöpfung in diesem Lande. Da geht es dann um die Medizintechnik, um Impfstoffentwicklung, generell Biotech, aber auch um Nahrungsmittelversorgung und das Thema digitale Souveränität und IT. Die Huawei-Debatte lässt da ja ein Stück rufen. So, und wie kriegt man sowas hin? Indem man eine attraktive Ansiedlungspolitik macht, indem man wirklich digitale Innovationsräume hat, wo man Firmen und Unternehmer und Unternehmerinnen incentiviert, dass sie sich dort ansiedeln. Denn natürlich geht Hightech dahin, wo es auch als Hightech wertgeschätzt wird und wo es High-Touch gibt. Das heißt, wo im Grunde auch relativ wenig Bürokratie da ist. Also insofern müssen wir strategisch nachdenken, was sind diese systemrelevanten Industrien und was sind unsere Incentivierungsmodelle, dass die sich nicht in Singapur niederlassen, sondern in Martinsried bei München, im Biotech-Cluster. Der vierte Punkt, der New Deal für einen digitalen Hoover-Staudamm. Das geht ein bisschen in die Geschichte rein. In der Great Depression, in der großen Depression in den USA, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, wurde ja der Hoover-Stammbau von Präsident Roosevelt gebaut. Aber er war ein Symbol im Grunde dafür, dass der Staat wichtige Infrastrukturprojekte baut und damit Wachstum und Beschäftigung ermöglicht. Und wir haben jetzt ja in Corona erlebt, wo unsere digitalen Staudämme zu bauen sind. Es ist das Thema Homeschooling, E-Learning. Es ist das Thema Homeoffice für die öffentliche Verwaltung. In ganz vielen öffentlichen Verwaltungen stand ja das Leben still, wenn es keine Digitalisierung gab. Zum Dritten ist es das ganze Thema des E-Health. Von der elektronischen Patientenakte bis zur digitalen Sprechstunde. Und last not least, das Thema E-Government. Und das sind natürlich riesen Milliardeninvestitionen, die getätigt werden, ähnlich wie damals analog, in einen Hoover-Staudamm, so heute eigentlich in diese großen zu digitalisierenden Bereiche der Daseinsvorsorge. Schulen als ein Grundthema des Staates, Schulpolitik, bis hin zur Frage E-Government als Serviceagentur für die Bürgerinnen und Bürger. Der fünfte Punkt, natürlich werden wir dramatische Aufkauf- und Konzentrationswellen erleben. Und hier wird möglicherweise, und das ist vielleicht, da kriege ich vielleicht auch Sänge von meinen Parteifreunden, aber natürlich, da nur das hohe Lied des Marktes zu singen, macht da wenig Sinn, wenn andere dieses hohe Lied überhaupt nicht singen, sondern versuchen durch feindliche Übernahmen oder beispielsweise durch Beherrschung von Impfstoffen und zu sagen, America first, das wollen wir machen. Die Geschichte der Firma CuraVac aus Tübingen, die Trump kaufen wollte, lässt rufen. Aber auch die Franzosen, die im Grunde verkündet haben, nachdem die Amerikaner am meisten investieren, würden sie den Impfstoff auch als erste bekommen.
all dieses Thema, dass das schreit danach, dass man kartellrechtlich ein Auge zudrückt bei einer gemeinsamen Forschung und Entwicklung, beispielsweise im Impfstoffbereich etc. Zum Zweiten, dass wir neu darüber nachdenken, wie können weiße Ritter nicht von uns selber durchs Kartellrecht abgewehrt werden, sondern in dieser schwierigen Phase durchaus auch zugelassen werden. Siemens, Alstom lässt da schon ein bisschen rufen. Der sechste Punkt, Bildungsboost mit Makerspirit statt nur mit digitalem Zuckerguss. Also das, ich sage immer, der Digitalpakt Schule ist im Grunde digitaler Zuckerguss. Am Schluss ist Bildung die Heranbildung junger Menschen zu souveränen Gesellschafts- und Wirtschaftsbürgerinnen und Bürgern. Und dass die Digitalisierung ist sozusagen ein Mittel zu diesem hehren und großen Ziel. Also insofern habe ich auch heute im Handelsblatt gefordert, eigentlich muss in jede Schule ein Makerspace, egal ob das eine Theaterwerkstätte ist, ob das Malstaffagen sind, ob das ein Techspace ist, wie auch immer, möglichst viel von diesen Spaces, die unsere Sinne schöpferisch entfalten lassen. Und last not least, mit New Work zur Entrepreneurial Society. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen weg von den klassischen Kisten von New Work. Wir brauchen eine Wertschöpfung der Freelancer. Und jetzt rede ich nicht über die prekären beschäftigten Schlachtarbeiter, die zu Recht geschützt werden, und über das verluderte Teile des Speditionsgewerbes und der Logistikbranche, sondern ich rede über die Freelancer, die unternehmerisch auch heute für ihre Altersvorsorge sorgen und für ihre Gesundheit und ein ordentliches Geld verdienen, aber nicht abhängig beschäftigt sein wollen. Freelancer sind der Humus einer unternehmerischen Gesellschaft. Zweitens, wir werden mit dem Thema der Digitalisierung natürlich auch in das Feld der Plattformarbeit und des Crowdwork deutlich mehr kommen als bisher. Und dort brauchen wir auch New Work-Betrachtungen. Und da braucht es auf der einen Seite Schutzrechte, auf der anderen Seite Freiheitsrechte, die es zu definieren gilt für die digitale Arbeit. Was ist die soziale Absicherung eines Clickworkers? Diese Themen müssen auf den Tisch. Und dann muss im Grunde auch ein neuer New Work-Ansatz gemacht werden, der auch die ganze Frage der Mitarbeiterbeteiligung in der etablierten Wirtschaft bis hin zu dem Thema Stock Options in der digitalen Ökonomie aufgreift. Und das alles verstehe ich unter New Work. Lieber Winfried, wenn du jetzt nochmal die nächste Chart auflegen würdest, all das habe ich in meinem Artikel im Handelsblatt heute versucht zu beschreiben. Ich hatte schon einen Kommentar auf Twitter, der sagte, das hat doch nicht der Sattelberger geschrieben, sondern der Gabor Steingart, der frühere Herausgeber des Handelsblatts, der für seine spitze Feder bekannt ist. Nein, ich wirklich, das ist mein eigenes Werk, viele Stunden reingesteckt in den Versuch, das, was ich jetzt mit dürren Worten versucht habe, meinen Beitrag zu bringen, das sozusagen auch schriftlich zu fassen. Lasst mich zu meinen Schlussworten kommen, dann haben wir auch wirklich noch viel Zeit, intensiv zu diskutieren. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass wir durch ein Tal der Tränen gehen werden.
Und dieses Don't Shoot the Messenger ist ja immer dann ein Thema, wenn auch schwierige Nachrichten übermittelt werden. Natürlich werden Tausende von Zombie-Unternehmen über die Wupper gehen, aber die wären alle mal auch ohne Corona über die Wupper gegangen. Leider werden natürlich aufgrund Corona und aufgrund der rezessiven Entwicklung in der Industrie viele weitere tausend Unternehmen in die Pleite getrieben. Und natürlich wird das auch Konsequenzen haben für die Arbeitslosenzahlen. Und natürlich ist auch klar, dass wir uns ein zweites Hilfsprogramm von 750 Milliarden gar nicht leisten können. Denn auch Europa muss ein gutes Stück jetzt abbekommen. Und zwar nicht nur aus wirtschaftlichen Interessen, weil die unsere größten Abnehmer sind und unsere Zulieferer, sondern auch unter dem Gesichtspunkt, dass Europa unsere Solidarität verdient hat. Das heißt, das Geld wird knapp werden. Und wir haben nicht nur Krise, wir haben Krise im Quadrat. Wir spüren das heute noch nicht. Aber wir werden es spüren, wenn die Hilfsprogramme weg sind. Und wir müssen radikal neu denken. Back to normal, zu unseren schönen alten Konzepten, ist vorbei. Und die Reise der Transformation, die wird eine Odyssee durch die Galaxien. Deswegen auch den Raumfahrtanzug und kein romantisches Vergnügen. Liebe Freunde, in Krisenzeiten haben ja auf der einen Seite die Weltverbesserer und auf der anderen Seite die Weltuntergangspropheten ihre Blüte. Weder Romantik noch das Armageddon wird der richtige Weg sein. Wir werden auch nicht uns erlauben können, lange um Verlorenes zu trauern. Wir müssen die New Spaces erobern. Und die Arbeit kann und muss sofort beginnen. Ganz lieben Dank, dass ihr mir eine halbe Stunde eurer geschätzten Zeit gegeben habt. Und jetzt ist, glaube ich, lieber Gunnar und lieber Winfried, genügend Zeit, dass wir auch noch miteinander diskutieren können. Super. Sind wir online? Ja, klar, wir sind die ganze Zeit online. Achso, wir sind die ganze Zeit. Ja, Thomas, wir sind begeistert. Also ich habe den Gunnar so selten mit dem Kopfnicken gesehen. Also bei jedem da wie so früher beim alten Audi, diese Hunde, die da saßen, so wie so ein Wackeldackel. Und was eigentlich dein Talk zeigt, also gerade, dass du letztendlich zurückgreifst auf Schumpeter 2.0, deine frühe Geschichte auf Next Spaces und jetzt ins größere Bild, zeigt eigentlich diese Transformation und Halleluja, dass die bayerischen Arbeitgeber jetzt so einen Weg mitgehen. Das ist halt kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich drücke dir auch immer die Daumen und ich sage, du hast genau die richtigen Visionen. Die spannende Frage ist halt immer, kriegt man diese Vision auch umgesetzt? Und du hattest so ein paar Dinge genannt, zum Beispiel Homework und du hast die Universitäten genannt. Da übergebe ich mal an den traumatisierten Gunnar, weil der traumatisierte Gunnar hat die letzten zwei Tage genau dafür, für deine Dinge plädiert, als wärt ihr kongenial verbunden und hat dann viel Prügel eingesteckt. Gunnar, erzähl mal über dein Leiden. Ich finde es ja sehr, sehr nett, dass da mal bei diesen ganzen Remote-Themen, wo wir gesagt haben, dass die wir in Deutschland eigentlich krisenfester darauf reagiert haben als beispielsweise UK, dann die Rückzugsgefechte vor allen Dingen von Hochschulprofessoren kommen, die dann halt wieder in die alte Spur zurück wollen. Ich habe jetzt nochmal die Präsenzkultur ja im Ganzen nicht in Frage gestellt. Ich habe mich nur gewundert, dass in so einem frühen Stadium viele Hochschulprofessoren schon wieder zurückrudern und mir da Kontra gegeben haben. Und in deinem Papier ist das ja nochmal angeführt worden, dass wir da über die Formate neu denken müssen, über hybride Geschichten neu denken müssen und natürlich auch die Hochschule im Ganzen digital ertüchtigen müssen. Das wirst du ja vielleicht mitbekommen haben, Thomas.
wie beispielsweise das deutsche Hochschulnetz zusammengebrochen ist direkt am Anfang ja. der Corona-Krise, als Professoren verzweifelt versucht haben, Vorlesungen dann online starten zu wollen und dann rübergelaufen sind zu Zoom, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Die deutsche Forschungsgemeinschaft das aber verbietet. Ja? Also da gibt es ziemliche Skurrilitäten. Insofern müssen da jetzt, glaube ich, die richtigen Akzente gesetzt werden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wenn ich vielleicht noch einen Nachsatz sagen darf, Thomas. Wenn die Uni-Professoren, die eigentlich ja innovativ und transformatorisch offen sein müssen, wenn die sich sogar eher dagegen aussprechen und so weiter, dann macht mich das sehr, frustriert mich das. Und du hast es vielleicht nicht mitbekommen. Wir haben vorher darüber gesprochen, über so ein paar Ergebnisse von Indeed. Da hat zum Beispiel der Franz Peter, auch so ein bisschen als Vertreter vom BVMW, gesagt, Remote Work, das belastet den Mittelstand. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass 66% oder 2/3 aller HRler wollen das nicht. Und da ist meine große Frage, wenn die Uni das so gar nicht macht, wie kriegen wir es, dass deine Visionen, deine Perspektiven, dass das nicht scheitert an all denen, die doch beim Alten beharren wollen? Ja gut, ich meine, das ist ja jetzt... Ihr habt euch jetzt das Thema Hochschulen rausgegriffen. Bei den Schulen war es ja genauso. Der Lernraum in Berlin ist zusammengebrochen. Die Sachsen-Anhalt ist zusammengebrochen. Mebis in Bayern ist zusammengebrochen. Das heißt, allein schon die Plattformen, die Serverkapazitäten waren nicht da. So, und wenn man dann hinguckt, 14% in der klassischen Schule der Schülerinnen und Schüler haben interaktive Konferenz erlebt, so wie wir es heute hier haben, was ja nur noch mal sozusagen für eine Stunde oder für 2-3 Stunden sozusagen ein Element ist. Wir reden ja noch gar nicht über ein digitales basiertes Curriculum. Ja. Das ist ja noch mal eine ganz andere Welt, wenn man nach Holland, wenn man nach Australien, wenn man an die Ost- und Westküste guckt. Nein, also das ist im schulischen Bereich, das ist im hochschulischen Bereich. Und die interessante Frage ist ja, wie jedes Mal in einer Krise, wird sie gerade so hart sein, dass wir uns verändern, ohne dass wir wirklich ganz massivst ums Überleben kämpfen müssen. Also, dass das Wasser hier steht und nicht hier. So, und das ist natürlich sowohl früher als Manager, wie heute als Politiker. Natürlich wünsche ich mir alles, dass das Wasser für die Menschen nicht steigt. Denn das ist ja nicht schön, Krise. Aber wir wissen, es wird kräftig steigen und hoffentlich steigt es nur bis hier. Und damit wird im Grunde auch, sagen wir mal, wirklich der Druck entfaltet, sich auf Neues zu bewegen. Denn die großen Gewinner von Corona, das waren die Digital Companies. Und das waren die Zooms, das waren die Amazons, das waren die Microsofts, die im Grunde Quartalsergebnisse vorgelegt haben, die trotz Corona in der Hälfte des Märzes diese phänomenal gewesen sind. Und natürlich die asiatischen Digital Companies. Und wenn man es national sieht, sind die großen Gewinner eigentlich Südkorea, Singapur, China, Schweden, USA. So, das muss Druck in die Pipeline bringen. So, Schumpeter 2.0 oder 2030 ist was Unerfreuliches, aber etwas, was nicht zu vermeiden ist. Und insofern ist meine große Hoffnung, dass wir nicht geläutert sind. Also ich glaube nie an Missionierung. Also das die wenigsten werden durch Evangelisierung und Missionierung gewonnen, sondern ich glaube zutiefst, an die Kraft von Transformation und Disruption. Und Corona war und ist so etwas. So, und das gilt für die Hochschulen. Ich meine, auch die amerikanischen Business Schools
mit ihren Semestergebühren von $120.000 oder Jahresgebühren, dass die werden sich auch dramatisch verändern müssen. Ne? Also das gesamte Bildungssystem weltweit wird eigentlich auf eine Probe gestellt. Thomas, du hast ja auch eine lange HRler-Tradition. Der Gunnar, der war so ein bisschen traumatisiert von den Erfahrungen, die er jetzt im universitären Kontext, Hochschulkontext erlebt hat. Ja. Wir hatten eben Zahlen präsentiert, da glaube ich, da warst du noch nicht dabei, Zahlen doch, von da war Indeed. Dabei. Warst du dabei? Ja, war ich dabei. Weil diese Zahlen von Indeed, die haben ja gezeigt, dass zum Beispiel Remote Work stabilisierend ist für den Erfolg. Also das ist nicht nur, wie du gesagt hast, die digitalen Länder wie USA oder so, sondern insgesamt hat man gesehen, Länder mit einer hohen Remote-Work-Fähigkeit sind besser durch die Krise gekommen. Ja. Gleichzeitig haben wir aber gesehen, habe ich ja zitiert, diese Studie von der WHU mit Oracle von Joachim Skura, da kam heraus, zwei Drittel der Personaler wollten damals 2019 nicht für ihre Firma Remote Work, und auch die Thematik Umarmung von Veränderungsbereitschaft und so weiter waren da relativ problematisch. Jetzt haben wir dich hier, die Katharina ist online, ich habe eben gesehen, vom Dreamteam Nicole Busmann ist dabei, der Manuel Egger. Eigentlich bin ich ja in der Hoffnung, dass HR Transformationskatalysator ist. Aber jetzt sehen wir an so einer schicksalshaften Frage wie Remote Work, wie wichtig das ist. Und letztes Jahr zumindest haben die Zahlen vom Joachim aber das Gegenteil für HR gezeigt. Nämlich, dass es da eigentlich eine Verweigerung der Veränderung gibt. Die Zahlen sind doch immer die gleichen. Das ist schon seit 30 Jahren so. Entschuldigung. Also es wäre auch, glaube ich, fast ein Stück blauäugig zu glauben, dass Vernunft archaische Muster schlägt. Ja, aber glaubst du, eigentlich müssten jetzt die Nicole was sagen und die Katharina und der Ralf Hocke und der Manuel, die müssten jetzt sagen, doch, mit Corona wird jetzt alles besser. Was denn? Viele junge Menschen, die ich kenne, die sagen mir, das ist richtig toll, aber ich vermisse Feedback im Homeoffice. Das heißt, virtuelle Führung ist noch nicht gut ausgeprägt. Ja. Das Thema Performance Management, auch das Thema eigenes Zeitmanagement, erleben viele Menschen als eine Schwierigkeit. Das muss auch gelernt sein. Und natürlich ist da eine ganz wichtige Aufgabe für HR, nicht nur eine technische Ausstattung zu ermöglichen, sondern natürlich die Fähigkeiten des Menschen, souverän zu Hause zu arbeiten, und zweitens die Fähigkeit einer Vorgesetzten oder eines Vorgesetzten, gutes Feedback remote zu geben. Eine Schlüsselfrage. Dazu kommt natürlich auch, wie kriege ich als was macht HR oder könnte HR machen, wenn Homeschooling, Homeoffice, Homecare zusammenkommt? Und das in traditionellen Geschlechterbildern. Also auch da ist diese Frage Diversität und Akzeptanz sozusagen von Lebenskonzepten und die Frage der Balance auch in der familiären Beziehung. Gibt es da Coaching? Wenn man zu Hause arbeiten lässt, muss ich auch ein Stück Bedingungen ermöglichen, dass das passabel läuft. Also jetzt rede ich über Gestaltungsfelder für HR in der Zukunft. Also für die 30%, die es gut finden, und die 20%, die man vielleicht überzeugen kann. Aber die anderen, jetzt let's face it. Ja. Schumpeter heißt auch, dass nicht einsichtsfähige Organisationen in Würde sterben dürfen. Jetzt hast du ja, sag mal, in den 7 Punkten, die im Handelsblatt auch veröffentlicht wurden, ja, sag mal, doch einen großen Wurf gemacht, wenn du das vergleichst mit den öffentlichen Diskussionen, die zurzeit geführt werden, habe ich mal den Eindruck, dass, sag mal, der Öffentlichkeit noch teilweise gar nicht klar ist, vor welchen Herausforderungen wir wirklich stehen. Also wenn man die Konjunkturindikatoren sich anschaut,
All das, was mal international abrufbar ist an Indikatoren, Aufkommen der Speditionen, Frachtbewegungen, Einbruch des Außenhandels und viele andere Dinge, ist das im öffentlichen Bewusstsein wirklich so klar? Oder wenn ich mir die Diskussionen auch von vielen Entscheidern anschaue, dann ist das so ein bisschen so ein rosa-rotes Wölkchen, wünscht dir was Konzert. Aber die Dimension der Aufgaben, die werden gar nicht so richtig klar. Teilweise habe ich auch den Eindruck, dass manche die Wirtschaftskrise ein bisschen runterreden. Schau mal, Gunnar, ich habe natürlich diesen Beitrag geschrieben, weil ich es müde bin, diese ganze Mainstream-Debatte mitzuhören und mit dabei zu sein, die im Grunde nicht heißt, was sind in der Krise die Herausforderungen, die dieses Land oder dieses Europa zu packen hat damit. So, das ist auch ein Weckruf für meine eigene Fraktion gewesen. Ich sage das auch so offen, denn ich wünsche mir auch da Konzepte, die an die Zukunft gehen und nicht nur sozusagen Reparatur und Unterstützungskonzepte für die Gegenwart. Das ist menschlich notwendig und richtig, aber noch nicht zukunftsgestaltend. Also insofern war das ein Stück, ich sage das auch so offen, ein bisschen ein verzweifeltes Schreiben. Weil ich natürlich umgeben bin von Menschen, die sich darin ergehen, dass sie nur sagen, wie viele Milliarden sie anderen geben, damit das alles gut läuft. Ja. Und also übrigens, das alles Themen, die nächste Generation zu bezahlen hat. Ja. Also ich sehe auch zwei Dinge. Das eine ist einfach die Frage der Verteilung von Hilfe. Oder es wird manchmal auch zu leichtfertig romantisiert, dass man einfach sagt, wir wünschen uns jetzt den Green Deal oder wir wünschen uns den New Work Deal und so weiter, was ich alles wichtige Bausteine finde. Aber am Ende des Tages sind die Herausforderungen so groß, dass das in einem Big Picture eingebettet wird. Ja. Eine Frage, Thomas, wir verraten dir jetzt, eigentlich ist die heutige Event eigentlich das ein Workshop zu deinem Wirtschaftswunder 2.0. Ja. Die Frage ist, wie lange bist du eigentlich mit uns noch? Gleich zum Beispiel Heinrich Arnold, Sabine Kluge, vielleicht auch die Deepa, die ist heute leider ein bisschen erkrankt, müssen wir mal schauen. Wir diskutieren jetzt gleich, wie man das auch in die Umsetzung bekommt, wie wir die Unternehmen transformieren können, so im Sinne der 7 Punkte. Ja. Eine gute Stunde bin ich dabei, bis ungefähr 19 Uhr. Und dann habe ich einen nächsten Event. Aber was wir ja alle sehen, ist, dass es nicht wenige Unternehmen gibt, die mit ganz klassischen Tools jetzt mit Krise umgehen. Ja. Die ausschließlich das Thema Abbau und Effizienz im Kopf haben. Und nicht das Thema Umbau und Aufbau. Also was für mich ein Schlüsselthema ist, in Krise oder Sanierung. Und ich habe das ja durchaus schon ein paar Mal hart erlebt, dass ich fast simultan Abbau, Umbau und Aufbau denken muss. Und dass ich bei all dem Thema immer ein Zukunftsbudget halten muss, um meine Zukunftsfähigkeit, und die hat mit dem Thema Talent und mit dem Thema Technologie zu tun, damit das erhalten bleibt. Weil wir sonst im Grunde immer stärker in den Sandwich reinkommen, der schon mit Schweiz und Dänemark und Schweden beginnt. Ja. Und in der großen Welt China und USA. Also dein Sattelburger. Thomas, dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Wir erweitern die Diskussion einfach. Gerne. Das heißt, wir haben wieder die zwei Talentierten. Wir machen jetzt einen kleinen Cut für die Regie.